Ich kam etwas ins Wanken. Es ging nicht von Norden nach Süden, sondern es ging von Süden nach Norden. Es war die weitere Strecke, also die längere. Und da kam ich natürlich doch im Gedanken so ins Schleudern, was ist hier nun los? Und das wäre dann auch der letzte Punkt gewesen, wo ich so weit vorn dran war und. Das hat mich ein bisschen nervös gemacht. Aber es kam noch etwas hinzu. Ich wusste, an welcher Stelle ich es machen werde. Und ungefähr 800, 1000 Meter vor der Stelle, ungefähr, kam mir auf der Bundesstraße, die da unmittelbar war, kam mir der westdeutsche Zoll entgegen in ihrem grünen Käfer. Und die fuhren da einfach da langsam lang. Und da habe ich mir so gedacht, klasse, hier ist ja jemand da. Gehörte zu meinem Sicherungskonzept und bewahrheitet es sich auch. Und dann wusste ich auch, wenn wir da vorne rumlaufen, das dauerte ja eine Weile, dann war in jedem Fall auch, die anderen waren dann auch irgendwie im Gelände. Ja, also Osten und West, die haben sich ja nun gegenseitig beobachtet. Also, der Zoll war schon da. Klasse. Ging natürlich weiter, die fuhren Richtung Süden, wir liefen Richtung Norden, aber für mich in jedem Fall, das war der Punkt. Sie sind in der Nähe. Und jetzt sind wir an diese besagte Grenzsäule gekommen und ganz kurz ist es ja so gewesen, wir waren zu dritt und einer musste auf den anderen aufpassen, wie das immer bei dem Grenzdienst allgemein war. Man ging hintereinander mit geladener, aber gesicherter Maschinenpistole und man gewissermaßen hatte seinen Vordermann und der nun wieder oder der Hintermann selbst im Visier. Und dieser Endengang oder diese drei Leute, die liefen natürlich mal unmittelbar nebeneinander. Manchmal war auch mal eine Lücke von 3 Metern oder so etwas. Also man schlappte da eben lang. Aber ganz vorn vom Rang der Niedrigste, dann in der Mitte, das war ich, der Gefreite, und hinter mir mein Kompaniechef, Leutnant. So, im Rang. Wir kamen an diese besagte Grenzsäule. Und da hatte ich als Mittlerer die Aufgabe, bei den anderen ja auch schon, bei den anderen Grenzsäulen. Ich ging um die Grenzsäule herum, schaute mir die an, ob das alles noch in Ordnung ist, machte so sinngemäß Meldungen, keine Vorkommnisse oder irgendwelchen Quatsch. Und dann wieder zurück, einrollen und ging dann weiter. Und an dieser Grenzsäule, ich geguckt, hab da irgendwie auch was gesagt, aber nun ist dann meine Erinnerung nicht mehr so ausgeprägt. In jedem Fall bin ich nun von der Grenzsäule stehend, vermeintlich oder auch richtig, im Westen gewesen. Losgegangen. Ich habe mich rumgedreht, bin die paar Meter oder bin über diesen Graben gesprungen, auf die Bundesstraße raus, über die Bundesstraße, in den Wald hinein und jetzt in den Wald, soldatisch erzogen, nicht gerade durchgelaufen, sondern im Zickzack, wie ein Hase. War alles so, soldatische Tugenden hat man uns herbeigebracht. Und ich bin, und nun zitiere ich die Protokolle, die West- wie die Ostprotokolle, das habe ich persönlich gar nicht so den Moment wahrgenommen, wie ich in den Wald hineingelaufen bin, den Westwald wohlgemerkt, andersherum, auf der Bundesstraße fiel kein Schuss, kein Nichts, kein gar nichts. Die haben mich gar nicht gesehen oder ich war so schnell oder was weiß der nicht. Null. In den Wald rein und dann bin ich in dem Wald ungefähr 30 Meter drin gewesen, circa. Insgesamt von der Grenze ungefähr 40 bis 60 Meter drin, auf westlichem Gebiet, also tief drin. Da werde ich durch irgendein Geräusch, ich weiß heute noch nicht, was es konkret war, in jedem Fall bin ich veranlasst, stehen zu bleiben und mich so seitlich umzudrehen, was da wohl wäre. Wie gesagt, ich weiß heute noch nicht, bin ich da angerufen worden oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich stehen geblieben, aber wichtig ist, so ein bisschen gedreht. Kommt gleich, warum das wichtig ist. Und da, wie ich stehe, steht etwa 12 Meter
wenn überhaupt, steht mein Kompaniechef da mit der Maschinenpistole im Anschlag. Und der schießt sofort 3 Salven an. 3 oder 4 Schuss aus der Hüfte auf mich in dieser kurzen Distanz. Und das ging nun unwahrscheinlich schnell, ja. Klar, dass ich persönlich Einzelheiten gar nicht so sehr weiß, aber in jedem Fall aufgrund dessen, dass ich unbewusst durch meine Drehung habe ich die Angriffsfläche verkleinert. Nicht bewusst, ich habe ja gar nicht gewusst, ich habe nie gedacht, dass der da hinterher kommt. Ja, aber in jedem Fall, dadurch haben mich nur 4 Schüsse getroffen im Oberkörper. Und im Nachhinein, er hat auf mich geschossen in einer Höhe zwischen 85 cm und 1,35 m. Also nicht etwa in die Beine, um eine Flucht zu verhindern oder sonst etwas. Nee, der wollte mich abknallen. Alles hinterher ist erfahren. Und da bin ich zu Boden gegangen. Klar, durch diese Schüsse, die ich abbekommen habe. Wie gesagt, 12 Patronen hat man dann im Nachhinein gefunden. Und dann ist etwas geschehen, was ich mir heute auch noch nicht richtig erklären kann. Ungefähr 10 Minuten hat in diesem Westwald ein Kampf stattgefunden. Ungefähr 10 Minuten. Unbegreiflich, war ja verletzt. Aber irgendwie habe ich da noch Kräfte mobilisiert. Und ich weiß nur noch, dass ich unwahrscheinlich geschrien habe. Weniger aus Schmerzen, an die kann ich mich gar nicht erinnern, sondern einfach um Hilfe zu schreien. Der Zoll ist doch da oder sind der Urlauber da. Und das gehörte ja zu meinem Sicherheitskonzept mit dem Zoll. Hier ist doch jemand. Also brüll, schrei, mach und tun. Nichts. Die Zöllner konnten es nicht hören. Die waren in ihren VW-Käfer, saßen drin und man weiß ja, man hat ja schon mal in so einem Ding gesessen. Da hört man ja außen nichts. Also die konnten ganz einfach nichts hören. Das weiß ich eben im Nachhinein auch. Und wie gesagt, habe ich mich ungefähr 10 Minuten in diesen, das sagen die beiden Ost- und Westprotokolle aus, ungefähr 10 Minuten. Und tatsächlich ist es dann so gewesen, der Leutnant, der wollte mich zurückziehen, klar, hat es nicht geschafft. Der Soldat, der schon ein Stück weiter gelaufen war, auf östliches Gebiet, hat in seinem Korn getragen, der wurde hergerufen. Der kam auch hinterher. Nur waren 3 Grenzer im Westen. Und wie gesagt, ungefähr 10 Minuten ging der Rangelei los. Ich hatte die Verletzung hier, mein Koppel war hier nach oben gerutscht, das weiß ich noch. Und daran hat man mich gezogen, durch so ein Kuschelgeländer mal durch. Und kurz bevor ich nun wieder zurück auf über diese W4, da wurde ich ohnmächtig. Ich meine, ich hätte da einen Schlag mit dem Kolben der Maschinenpistole abgekriegt. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. In jedem Fall hat man mich nun über die, so wurde zurück. Ich wurde ohnmächtig und wurde munter wieder frontwärts.